Ja, sehr geehrte Damen und Herren, ich begrüße Sie sehr herzlich zu der heutigen Abendveranstaltung hier im Auditorium und zu Hause an den Monitoren, denn auch heute bieten wir wieder einen Livestream an. Wir eröffnen mit dieser Veranstaltung das Begleitprogramm zu der Sonderausstellung Gewalt gegen Weimar, Zerreißproben der frühen Republik 1918 bis 1923. Diese Ausstellung ist vom Verein Weimarer Republik e.V. in Kooperation mit dem Leibniz-Zentrum für zeithistorische Forschung Potsdam und der Walter-Rathenau-Gesellschaft erarbeitet worden. Die Veranstaltung heute ist zugleich der öffentlichen Teil eines Workshops, der von der Forschungsstelle Weimarer Republik an der Friedrich-Schiller-Universität Jena und dem Zentrum für Militärgeschichte und Sozialwissenschaften der Bundeswehr organisiert worden ist. Beiden Institutionen gilt daher unser besonderer Dank für die Konzeption auch dieser Veranstaltung. Unser Thema heute ist Rechtsextremismus in den Streitkräften, damals und heute. Die Veranstaltung geht der wichtigen Frage nach, inwiefern es sich bei rechtsextremen Vorfällen in der Bundeswehr um Einzelfälle handelt oder ob es sich um ein strukturelles Problem handelt. Mit Blick auf die deutsche Geschichte, insbesondere der Weimarer Zeit, wird diskutiert, wie eine freiheitlich-demokratische Haltung in der Bundeswehr gefördert und wie dort gegen Rechtsextremismus vorgegangen werden kann. Herzlich begrüßen möchte ich den wissenschaftlichen Leiter des Ausstellungsprojekts Gewalt gegen Weimar, Professor Dr. Sabro, sowie die Teilnehmerinnen und Teilnehmer des Podiumsgesprächs. Frau Dr. Eva Högel, Wehrbeauftragte des Deutschen Bundestags, Herrn Dr. Heiko Biel und Professor Dr. Sönke Neitzel, beide Potsdam, Frau Heike Kleffner, Berlin, die Präzisierung, die folgt noch, die soll ich nicht übernehmen, damit sie es nicht doppelt. Außerdem Herrn Dr. Andreas Braune, er wird die Moderation des Podiumsgesprächs übernehmen. Ich freue mich außerdem, dass heute viele Angehörige der Bundeswehr anwesend sind. Seien Sie herzlich willkommen. Nach dem Podiumsgespräch wird es wie immer Gelegenheit geben, Fragen zu stellen, hier live im Raum und für die Zuschauerinnen und Zuschauer des Livestreams schriftlich per E-Mail. Die E-Mail-Adresse wird daher während der Veranstaltung eingeblendet. Ich möchte Ihnen nun noch kurz den Moderator Dr. Braune vorstellen. Andreas Braune war einer der Kuratoren im Team der Ausstellung Gewalt gegen Weimar. Er war bis vor kurzem wissenschaftlicher Mitarbeiter an der Friedrich-Schiller-Universität Jena und stellvertretender Leiter der Forschungsstelle Weimarer Republik und ist Leiter des Geschichtsfestivals Weimarer Rendezvous mit der Geschichte. Auch für das 2019 eröffnete Haus der Weimarer Republik, Forum der Demokratie in Weimar, ist er mitverantwortlich. Andreas Braune hat zahlreiche Veröffentlichungen vorgelegt. Dazu gehört auch ein Beitrag in dem von Martin Sabro herausgegebenen Sammelband Gewalt gegen Weimar, der im letzten Jahr erschienen ist und der den Titel hat Die prekäre Sicherung und Demokratisierung des staatlichen Gewaltmonopols. Bevor Herr Dr. Braune die Moderation übernimmt, möchte Professor Martin Sabro, wissenschaftlicher Leiter der Ausstellung, noch ein paar Worte an uns richten. Professor Sabro, Sie haben das Wort. Das, liebe Frau Riedler, ist natürlich nett gesagt, dass ich das möchte. Ich dachte eben eher daran, dass ich mittlerweile innerhalb erschreckend kurzer Wochen vom Vortragenden zum Grußwortsprecher herabgesunken bin. Aber dieser Pflicht unterziehe ich mich auf Wunsch von Herrn Braune sehr gerne. Begrüße neben Ihnen, liebe Frau Riedler und Frau Höge, dich, lieber Andreas, und die Podiumsteilnehmerinnen und Podiumsteilnehmer sehr herzlich und natürlich Sie, meine Damen und Herren. Es ist mir wirklich eine große Genugtuung, nämlich, dass unsere Ausstellung Gewalt gegen Weimar, jetzt haben wir es oft genug gesagt, sich einer solchen guten Presseresonanz und Publikumsresonanz erfreut
und auch weiterhin noch erfreuen kann, von einem Begleitprogramm umrahmt wird, das die in der Ausstellung streng auf die Zeit bis 1923 gestellten Fragen bis in die Gegenwart weiterverfolgt. Das ist nämlich nicht so ganz unkritisch zu sehen. Wir haben das in der Ausstellung, lieber Andreas, ja bewusst nicht getan. Fragen der Pfadabhängigkeit, der Kontinuität, des Umbruchs, der Zäsur, sie sind in der Zeitgeschichte diffizil und in der Regel nicht eindeutig zu beantworten. Und eine Ausstellung liefert ja in gewisser Weise mit ihren Bildern und Texten eindeutige Aussagen. Und der Weimar-Vergleich ist selbst ein solch vermintes Gelände, ein mehrfach vermintes Gelände. Und mit dieser Metapher mache ich natürlich Anleihe an das heutige Thema der Streitkräfte. Ansonsten habe ich ja meistens zivilere Metaphern. Ob dass Bonn nicht Weimar war, ein bekannter Satz seit René Allemann seit den 50er Jahren und immer wieder gebraucht, aber dass Berlin vielleicht schon Weimar ist, war oder auf dem Weg dorthin ist, das diskutieren wir seit einiger Zeit intensiver. Seitdem uns die, wie Frank-Walter Steinmeier es jetzt gerade in einem Beitrag formulierte, die etwas naive Selbstgewissheit der zweiten Trente Glorieuse, der zweiten 30 Jahre nach 1990 verloren gegangen ist, die den Triumph der Demokratie, den Sieg der Freiheit, der Liberalisierung im Zeichen der Globalisierung doch für unumkehrbar erklärt hat. Und wir alle haben uns bis 2015 in diesem Glauben ja mehr oder minder gewiegt. Und das gilt, mutatis mutandis, auch für das Verhältnis von Reichs- und Bundeswehr, von Reichswehr und Bundeswehr. Lange hat das Bild des Staatsbürgers in Uniform erfolgreich das Weimarer Modell eines Staates, eines militärischen Staates im zivilen Staat abgelöst, der sich in Leitfiguren wie Hans Seegt als Chef der Heeresleitung, das Monokel, jeder von uns kennt es sogar aus dem Geschichtsbuch, oder in ihren politischen Mitspielern in Gestalt von Ernst Gustav Noske und dann Otto Kessler darstellte. Zwei Minister, die alle, Noske allerdings nur bis 1920, Kessler sehr viel länger, alle Kabinetts Umbildungen überstand, weil er im Benehmen mit dem Reichspräsidenten eine geheime Aufrüstung betrieb, von der etwa mein Forschungsgegenstand, der Reichsaußenminister Walter Rath, noch nichts wissen durfte, als er den Rapallo-Vertrag schloss und kräftig bekundete, dass keinerlei geheime Nebenabreden dabei sind. Das ist der Vertrag, wie er dasteht, und alles andere sei Pressegedöns. Es war nicht Pressegedöns. Aber Reichskanzler Wirth und Ebert hatten solche Dinge natürlich an Rathenau vorbei lanciert, diese Kooperation, nämlich maßgeblich mit der russischen föderativen Sowjetrepublik, sozialistischen Sowjetrepublik, die dann bald Sowjetunion hieß. Das alles ist in der Bundesrepublik nicht geschehen und nicht Thema. Unsere Probleme mit der Bundeswehr, wenn wir denn welche haben, liegen in ihrer inneren Verfassung. Die diskutieren wir heute. 2021 wurden insgesamt 1.452 Verdachtsfälle gegen mutmaßliche Extremisten ermittelt, wie ich der Presse entnahm. Und das waren 436 mehr als im Jahr 2020, im Jahr davor. Und 85% davon sollen Rechtsextremisten betroffen haben. Aber, meine Damen und Herren, Geschichte kennt keine Wiederholung und sie erteilt keine eindeutigen Lehren. Wie Reinhard Koselleck sagt, aus Geschichte kann man nur Geschichte lernen, aber eben nicht Gegenwart. Und dann kommt die Frage, aber wozu steht man hier als Historiker und sagt dann, naja, politische Orientierung durch Kompetenzerweiterung schon, aber eben keine Lektionen. Und was, meine Damen und Herren, heißt das jetzt für den Weimar-Vergleich, mit dem wir es ja hier zumindest in dem Beitrag von Sönke Neitzel zu tun haben werden, auf den ich besonders gespannt bin natürlich, ist, lieber Herr Neitzel, ist der Weimar-Vergleich das Menetekel, das uns vor einem neuerlichen Abgleiten in politische Polarisierung und womöglich soziale Militarisierung treibt, wie manche Kommentare zu Bernd Pistorius' Forderung nach deutscher Kriegstüchtigkeit warnen? Oder ist das nicht im Gegenteil eine ganz polemische Nutzung Weimars als Hysterisierungsagentur, wie ein anderer Historiker gesagt hat, eine Hysterisierungsagentur, die die Gefahr erst heraufbeschwört, vor der sie eigentlich warnen will? Verharmlost der Blick zurück im Maßstab oder skandalisiert er zu Recht? Das sind die Fragen, die heute diskutiert werden sollen. Und es ist ja ein Grußwort, deswegen freue ich mich jetzt einfach nur, dass ein so klug besetztes Podium Sie weiterentwickeln wird. Danke Ihnen und freue mich auf die Podiumsdiskussion. Ja, vielen Dank, lieber Martin. Das hat man dann davon, wenn man freundlich ist und nett sein will und sagen will, dass wir hier sind, komm doch vorbei und sag ein Grußwort. Dann wird es gleich wieder gegen einen ausgelegt. Gut, sehr geehrte Frau Dr. Högel, sehr geehrte Frau Dr. Riedle, lieber Martin Sapro, sehr geehrte Frau Kläffner,
Sehr geehrter Herr Neitzel, sehr geehrter Herr Bier, sehr geehrte Damen und Herren, liebe Gäste, und ich schließe mich auch der Feststellung an, dass auch einige Angehörige der Bundeswehr da sind. Auch da natürlich nochmal extra herzlich willkommen zu unserer Podiumsdiskussion, die ja nun auch schon inhaltlich ein klein wenig eingeführt wurde, sodass ich das an dieser Stelle kurz fassen kann und dann entsprechend natürlich unseren Gästen hier auch das Wort geben kann und sie auch noch mal ganz kurz etwas detaillierter Ihnen vorstellen möchte. Ganz kurz von meiner Seite aber vielleicht noch, Sie haben natürlich jetzt mittlerweile hinreichend mitbekommen, dass es um die gleich nebenan aufgebaute Sonderausstellung Gewalt gegen Weimar geht, die Martin Sapro, meine Wenigkeit und auch zwei weitere Kuratoren zusammen konzipiert haben. Und die unsererseits von der Forschungsstelle Weimarer Republik an der Universität Jena auch hervorgegangen ist aus einem Forschungsprojekt, das wir dort vor einigen Jahren begonnen haben und das langsam zum Abschluss kommt, das sich dem demokratischen Gewaltmonopol in der frühen Weimarer Republik gewidmet hat und in dieser Frühphase, die eben hier auch in der Ausstellung thematisiert wird. Und da genau diese zwei Dinge ganz zentral für den neu gegründeten demokratischen Staat waren, Sie hatten es gerade schon angedeutet, ich habe das in meinem Beitrag zu dem Begleitband auch im Titel schon versucht deutlich zu machen, zwei wesentliche Aufgaben für die junge Demokratie, nämlich einerseits das Gewaltmonopol sichern, überhaupt erst einmal sozusagen die staatliche Integrität und vor allem auch die Integrität der Gewaltakteure, der Reichswehr, der Polizeien und so weiter aufrechterhalten, um ganz wesentlich den Bürgerkrieg zu verhindern. Ja, so über dieser gesamten Phase der frühen Weimarer Republik schwebt der Bürgerkrieg. In der Forschung ist es auch etwas offen und umstritten, ob das vielleicht sogar schon ein Bürgerkrieg war, ein latenter Bürgerkrieg. Also da erstmal überhaupt sozusagen das staatliche Gewaltmonopol aufrechterhalten als erste Aufgabe. Und die zweite Aufgabe, ganz klar, vom Obrigkeitsstaat des Kaiserreichs herkommt, musste das Gewaltmonopol zugleich demokratisiert werden. Ja, wir haben es ja vorher mit Militärstrukturen und Militärhierarchien zu tun, die ganz klar an den Obrigkeitsstaat angepasst sind und die nun, wie das der Verfassungsvater Hugo Preuß nannte, für den Volksstaat ein Gewaltmonopol bilden müssen. Und da hängen sehr viele sagen, verfahrensrechtliche, auch soziologische Dinge dran. Ganz wichtige Dinge, die für uns heute selbstverständlich sind, wie beispielsweise die zivile Kontrolle des Militärs, ein Primat des Politischen gegenüber dem Militärischen und ganz wichtig natürlich auch eine Republikanisierung des Personals. Und was wir sozusagen mit dieser Ausstellung und auch in dem Forschungsprojekt eben feststellen können, ist, dass gerade über diese erste Aufgabe, also die Sicherung des Gewaltmonopols und auch die Anwendung militärischer Gewalt zur Aufrechterhaltung der staatlichen Ordnung, wenn man es ganz kurz und knapp und etwas überspitzt formulieren möchte, die zweite Aufgabe eigentlich, wenn man so möchte, die Demokratisierung im Wesentlichen zumindest gescheitert ist. Und dann eben sozusagen die Frage aufwirft, ob sich die Reichswehr in der Weimarer Republik aufgrund dieser Gewaltereignisse am Beginn eben auch zu einem Staat im Staat entwickelt hat. Das ist Thema unseres kleinen Workshops, den wir dann morgen zusammen mit dem ZMSBW, also dem Zentrum für Militärgeschichte und Sozialwissenschaften der Bundeswehr, wissenschaftlich noch ein bisschen genauer nachgehen wollen. Also die Frage für die Weimarer Republik erst einmal, ist die Reichswehr eine Stütze der Verfassungsordnung oder ist sie eine mögliche Quelle eines konterrevolutionären, reaktionären Umsturzes? Und Reaktion ist hier ganz konkret gemeint, eine Rückabwicklung der Novemberrevolution und der Gründung einer parlamentarischen Demokratie und stattdessen die Einrichtung einer Militärdiktatur, eines Ordnungsstaates oder die Restauration der Monarchie. Das also ist das damals im Titel unserer Veranstaltung. Dann gibt es noch ein kleines Dazwischen, das wir vielleicht auch noch diskutieren werden, das nicht im Titel steht, aber das natürlich die Phase der Wiederbewaffnung der Bundesrepublik, die Gründung der Bundeswehr anbelangt und eben die Entwicklung von Konzepten wie der Parlamentsarmee, der inneren Führung, dem Staatsbürger in Uniform, die sozusagen genau diese Lehren aus der Weimarer Geschichte, vor allem aber eben auch aus der NS-Geschichte ziehen sollen, um die Bundeswehr als eine sozusagen für die parlamentarische Demokratie einstehende
bewaffnete Macht, das ist sie ja, zu etablieren. So, also das als kurzes dazwischen und das heute im Titel eben, die Herausforderungen, die eben gerade schon genannt wurden, seit der Zeitenwende sozusagen ganz neue Herausforderungen, die vor allem logistischer, ausrüstungstechnischer, personeller Natur sind, also sagen das wirklich das Eingemachte im militärischen Bereich, während bis dahin ganz andere Fragen hinsichtlich der Ausrichtung der Bundeswehr eine Rolle gespielt hatten, sind es jetzt eben diese Fragen. Und zugleich, und das stellen wir ja Tag ein, Tag aus, wenn wir in die Medien schauen, fest, leben wir in Zeiten, in denen wir eigentlich noch so sehr wie noch nie eine wehrhafte Demokratie in Deutschland brauchen. Ja? Weil die Demokratie in Deutschland von diversen inneren und äußeren Bedrohung, Gefährdung, Herausforderung mit ihnen konfrontiert ist. Und in genau so einer Situation braucht es natürlich eine wehrhafte Demokratie und die Bundeswehr ist ein elementarer Teil der wehrhaften Demokratie, sodass eben die Frage entsteht, welche Rolle spielt auch diese Fragen, die wir heute auf dem Podium diskutieren wollen, in diesen Zeiten nach der Zeitenwende, also wie sicher können wir sein und wie können wir auch sicher gehen, dass die Bundeswehr ein Gewaltakteur, das muss man auch mal so offen zur Kenntnis nehmen, dass es ja einer ist und das auch so aussprechen, ein Gewaltakteur ist, der auf dem Boden der Verfassung steht, das auch bleibt und natürlich auch die Menschenrechte, die Grundrechte, die Bürgerrechte in Deutschland und darüber hinaus verteidigt, zur Not mit Gewalt. Das also als die jetzige Situation, die eben, und darüber werden wir auch gleich diskutieren, mit sozusagen einem öffentlichen Bild der Bundeswehr konfrontiert ist, zudem seit einigen Jahren eben auch das wiederholte Aufdecken von rechten, rechtsextremen Netzwerken, Chatgruppen, Veranstaltungsformaten, um es mal so zu formulieren, und so weiter, immer wieder teilweise zumindest in die Bundeswehr in ein schlechtes Licht gerückt wird. Herr Sabro hat gerade auch die Zahlen genannt, dass das ja offenbar eher auch zuzunehmen scheint als abzunehmen. Einige prominente Beispiele wie die KSK-Skandale 2020, die Umtriebe des Franco A. oder auch der Umstand, dass in dieser ominösen Gruppe Reuss auch diverse Bundeswehrangehörige, vor allem aber ehemalige oder Reservisten auch mit beteiligt waren. Also wie, das ist sozusagen dann die Leitfrage für unser Podium, und jetzt stelle ich sofort vor, wie stellt sich die Lage heute dar, gerade vor diesen historischen Erfahrungen, die wir versuchen mit der Ausstellung deutlich zu machen. Diskutieren wir, wie gesagt, wir werden uns auch so ein bisschen von außen nach innen zu mir hin zubewegend sprechen mit Professor Dr. Sönke Neitzel, Professor für Militärgeschichte und Kulturgeschichte der Gewalt an der Universität Potsdam. Wichtige Monografien, die vor allem für unser Thema hier, Weltkrieg und Revolution 1914 bis 1918-19 von 2008 und ganz wichtig natürlich Deutsche Krieger vom Kaiserreich zur Berliner Republik, beide auch, weiß ich nicht, ob sie noch lieferbar sind bei der Bundeszentrale für politische Bildung. Da ist es ausverkauft. Genau, und ich habe hier noch dastehen, bekannt aus Funk und Fernsehen. also das vielleicht auch noch zur Erläuterung, das sind sozusagen die vier unterschiedliche Perspektiven, in denen wir das diskutieren und wenig überraschend, dass Herr Neitzel vor allem für die historische Perspektive zuständig ist, neben ihm sitzend Dr. Heiko Biel, dann eher die sozialwissenschaftliche, soziologische und auch eher auf die Gegenwart gerichtete Perspektive, Leiter des Forschungsbereichs Militärsoziologie am Zentrum für Militärgeschichte und Sozialwissenschaften der Bundeswehr in Potsdam, wie wir schon gehört haben. Ja. Politikwissenschaftler und Militärsoziologe von der Ausbildung her, aber ganz zivil unterwegs, wenn ich das richtig gesehen habe. Spannenden Aufsatz schon von 2012 im Jahrbuch innere Führung aus den Augen, aus dem Sinn, Überlegungen zur gesellschaftlichen Integration der Bundeswehr nach der Aussetzung der Wehrpflicht. Das ist ein Thema, was wir hier vielleicht auch diskutieren können, welche Rolle das spielt. Herr Biel, der für diese gegenwartsdiagnostische und vielleicht auch Binnenperspektive aus der Bundeswehr heraus hier mit uns sprechen wird. Zu seiner
Rechten, auch bekannt aus Funk und Fernsehen, Frau Dr. Eva Höge, wie Sie alle sicherlich wissen, Werbeauftragte des Deutschen Bundestages seit 2020. Ich habe vorhin das ganz wichtige Element eines demokratischen Gewaltmonopols der parlamentarischen oder der zivilen Kontrolle schon angesprochen. Und das ist natürlich eine Institution, die in der Bundesrepublik ganz essentiell dafür ist, für diese parlamentarische Kontrolle der Bundeswehr. Zuvor war sie Mitglied des Deutschen Bundestages und von 2009 bis 2020 und seit 2013 auch stellvertretende Vorsitzende der SPD-Bundestagsfraktion, von der Ausbildung her Juristin, falls das noch eine Rolle spielen sollte. vielleicht auch interessant, Sie haben auch mitgewirkt am NSU-Untersuchungsausschuss. Ja. Auch das sind natürlich Aspekte, auch wenn das jetzt nicht den Militärbereich berührt, aber... Wir haben es ja in der Ausstellung auch gesehen, auch das ist von Relevanz. Herzlich willkommen, Dankeschön. Frau Dr. Höge, schön, dass Sie da sind. Und zu Ihrer Rechten und meiner Linken Heike Kläffner, sozusagen als die vierte, für die vierte Perspektive, auch für die vierte Gewalt, wenn man so will. Sie ist tätig als Geschäftsführerin des Verbandes der Beratungsstellen für Betroffene rechter, rassistischer und antisemitischer Gewalt mit Sitz in Berlin. Vor allem aber eben auch freie Journalistin mit Publikationen in vielen verschiedenen Printmedien, die ich jetzt nicht alle aufliste, und hat eben aus dieser Beschäftigung heraus auch eine lange publizistische Auseinandersetzung mit dem Thema Rechtsextremismus in Deutschland, insbesondere in den Sicherheitsorganen, aber auch in Ostdeutschland. Auch zum NSU-Komplex haben Sie viel veröffentlicht, also eine berufenere Expertin und kritische Beobachterin des Ganzen hätten wir, glaube ich, für das Podium kaum finden können. Zuletzt erschien 2019, auch das zeigt ja die Relevanz, extreme Sicherheit, Rechtsradikale im Polizei, Verfassungsschutz, Bundeswehr und Justiz, und jüngst 2023 auch wiederum zusammen mit Matthias Meissner, auch ein Journalist, Staatsgewalt wie rechtsradikale Netzwerke die Sicherheitsbehörden unterwandern. Also wir werden, wie gesagt, von Ihnen aus gesehen, von rechts nach links den Bogen spannen und dann auch sehr gern mit Ihnen im Publikum und auch im Internet über die E-Mail-Adresse in Diskussion kommen. Beginnen wir also mit der historischen Perspektive. Lieber Herr Neitzel, das kommt jetzt wenig überraschend und hatten wir ja auch so abgesprochen. Wie gesagt, ich hatte es gerade angesprochen, wir werden uns in einem kleinen Workshop mit dem Thema der Reichswehr als Staat im Staat beschäftigen. Als Militärhistoriker, wie stehen Sie zu dieser Metapher und würden Sie das für diese Phase der Weimarer Republik so unterschreiben, dass sich die Reichswehr so sehr vom demokratischen Staat abgekoppelt hatte, dass sie ein Staat im Staat war? Also ich halte diesen Begriff für ziemlich unsinnig, aus folgendem Grunde. Es ist interessant, wo kommt der eigentlich her? Der Begriff Staat im Staate als Zeichenvorrat ist viel, viel älter, wird aber für alles Mögliche verwendet. Und als politischer Begriff entsteht er 1919. Aus der nachvollziehbaren Sorge, gerade der SPD, was wird mit den bewaffneten Kräften passieren? Viel war im Fluss. Und wenn man sich jetzt kann man verschiedene Grundlagen anlegen, was heißt das Staat im Staat? Natürlich hatte auch die Reichswehr bestimmte Rechts-, Sondergerichtsbereiche und so weiter. Aber dieser Staat, diese Weimarer Republik war natürlich ein Staat, der getragen war, denken wir nur an Hindenburg, von vielen, die eigentlich die Republik abgelehnt haben oder eher, sagen wir mal, nicht sehr wohlwollend gegenübertragen. Und auch die SPD, Sie haben es ja auch, Herr Sabor hat es angedeutet, hat in ihren Spitzen ja durchaus Geheimrüstung betrieben, hat davon gewusst, hat da immer eine etwas, sagen, ambivalente Rolle gespielt, will sie jetzt, sagen, diese Wehrhaftigkeit eigentlich fördern oder will sie nicht fördern. Also ich stelle mir bei einem Staat im Staat, wenn man das neutral formuliert, eben vor, eine Institution, die auch in dieser Gesellschaft eigentlich einen Sonderfall darstellt. Und das war die Reichswehr ganz sicher nicht. Da kommt hinzu, dass wir einfach, weil sie nicht wählen durften, gar nicht wissen, wie waren die eigentlich politisch eingestellt und wie das über die Spitzen einsägt. Und einsägt war als alter Gardeoffizier. Natürlich war die Republik nicht seine
sein Favorite Political System, aber er hat eben 23 die vollziehende Gewalt auch wieder zurückgegeben. Und ich würde eher formulieren, ohne die Reichswehr und dann die bewaffneten Kräfte, so hat es, glaube ich, Patrick Keller in seiner Dissertation ausgedrückt, hätte die Weimarer Republik nicht überlebt. Und die Weimarer Republik ist an vielen Dingen gescheitert, an der Weltwirtschaftskrise, an dem ollen Hindenburg, an die Parteien konnten sich nicht einigen und so weiter und so weiter. Wir wissen das alles, aber ganz sicher nicht an der Reichswehr. Und wenn Hindenburg gesagt hätte, 33, wir kämpfen gegen die NSDAP, wäre die Reichswehr wahrscheinlich gefolgt ihm. Aber das heißt natürlich nicht, dass die Reichswehr jetzt irgendwie eine demokratische Vorzeigearmee war, das war sie natürlich nicht. Und das Drama, so würde ich es formulieren, ist eigentlich, dass die Weichenstellungen, die möglich, Geschichte ist immer offen, die möglich gewesen wären, nicht genutzt wurden. Und das will ich an zwei Personen festmachen, nämlich Walter Reinhardt als Chef der Heeresleitung, der dann im Kapuzsch zurücktritt, der auch die Empfehlung gibt, mit Gewalt gegen die Putschisten vorzugehen. Und auch das ist Spekulation, was passiert wäre, aber man kann vermuten, dass eine Mehrheit der Reichswehr wohl gekämpft hätte für die Republik. Und dieser Walter Reinhardt war ein Mensch, der in vielerlei Hinsicht ganz bemerkenswert war, also auch im Traditionsbild zum Beispiel. Wir müssen eben mehr zu republikanischen Traditionsbildern kommen und mit dem, wenn er länger dieses Amt ausgeübt hätte, eine Chance, ob es geklappt hätte, weiß man auch nicht, die Reichswehr stärker an die Republik ranzuführen. Die andere Personalie ist Wilhelm Gröner, der 28 Reichswehrminister wird, der den eigentlich schwachen Gessler ablöst. Und der alle möglichen Versuche macht, also wenn da die Leute irgendwie ein Mitglied der Kaiserfamilie an Bord einladen, verbietet er das und so weiter. Aber er erreicht eigentlich das Offizierkorps nicht mehr. Also Gröner kommt eigentlich zu spät. Und wenn man sich jetzt vorgestellt hätte, Reinhardt, Chef der Heeresleitung und Gröner als Reichswehrminister, wären eben nach Noske gekommen, eben nicht Sieg, nicht Gessler, wäre es, glaube ich, eine Chance bestanden, diese Reichswehr, diese 100.000 Mann, stärker an die Republik heranzuführen. Und ich glaube, dass, erlauben Sie mir noch diesen Schlenker, also das Grundproblem ist gewesen, dass man dieses Heer der Veteranen, die sagen, da waren, dieses Massenheer, die aus dem Ersten Weltkrieg kommen, zumindest viele von denen, nicht an die Republik ranführen konnte. Und das ist der fundamentale Unterschied zur Bundesrepublik. Deswegen ist da in der Tat, kann man aus der Geschichte nicht so schrecklich viel lernen, meines Erachtens, weil die Bundesrepublik es ganz anders gemacht hat. Die Bundesrepublik hat, wir haben die Ehrenerklärung von Adenauer, von Eisenhower, die auch ihren Preis hatte, aber die hatte zur Folge, dass dieses Millionenheer in der Bundesrepublik, 9 Millionen Wehrmachtsveteranen, 250.000 Veteranen der Waffen-SS, Millionen Vertriebene, diese junge Bundesrepublik anerkennen. Mit ganz wenigen Ausnahmen, die man auch ausgrenzen kann. Die haben zwar ein verstrahltes Geschichtsbild und treffen sich dann in Veteranenclubs und gewinnen den Krieg nochmal, aber sie wählen eben die CDU und die SPD und sie wählen interessanterweise eben nicht die NPD. 1969 gibt es auch Bundeswehroffiziere bis zum Rang Oberst, die kandidieren für die NPD, aber die NPD bekommt bekanntermaßen 4,3%. Obwohl natürlich die Gesellschaft viel, viel konservativer war als die heutige und wir uns da. Manches verwundert. Und diese Gründergeneration kommt zwar aus diesem Zweiten Weltkrieg und kommt aus der Wehrmacht, aber die stehen meines Erachtens, und da gibt es auch ein Projekt beim ZMSBW, auf dem Boden der Verfassung. Und zumindest die Gründergeneration erkennt den 20. Juli an, was nicht alle tun in diesem Land, aber die sagen, ja, 20. Juli, also auch ein so konservativer Mann wie Heinz Kahrs, ist ganz klar, 20. Juli ist gesetzt. Und deswegen gibt es natürlich allerlei obskure Zirkel, wo man irgendwie die Schlacht von Stalingrad nochmal schlägt und man stellt sich der eigenen Verantwortung nicht, die Verbrechen, das ist alles richtig, aber es gibt keine Untergrundorganisationen, man wählt die NPD nicht, man hat keine Putschpläne und die Bundeswehr war und ist heute natürlich sowieso nicht, aber war nie eine Gefahr für die Republik. Das war sie auch nicht in der Weimarer Republik, die bewaffneten Kräfte, aber hier ist natürlich, ich würde immer sagen, die Republik und die Bundeswehr eigentlich eins. Und es gibt natürlich Probleme in der Republik, die finden wir auch in der Bundeswehr. Kommen wir noch drauf. Nicht? Es gibt natürlich rechtsradikale Rechtsextremisten in der Bundeswehr. Aber eine Gefahr ist es eigentlich nicht, weil man schafft diesen Gründungskompromiss. Und den hat man eben in Weimar leider nicht schließen können. Ein, zwei kurze Rückfragen. Ja. Oder vielleicht sogar auch schon ein kleiner Widerspruch. Also, ja, ich hoffe, ich war provokant genug. Keine Gefahr für die Demokratie haben Sie in der Weimarer Republik? Haben Sie das gerade
Also im Kapput stellt sich mir das, glaube ich, ein bisschen anders dar, oder? Also wenn große Teile der Reichswehr sagen, na, wir gucken mal, wie sich das entwickelt. Das ist eben die Frage, der Rat von Reinhard war ja, wir treten den Leuten mit Waffengewalt entgegen. Das hat der Reichskanzler nicht getan und wir wissen natürlich nicht, wie die Reichswehr sich verhalten hätte. Patrick Keller argumentiert in seiner Situation, die Masse hätte die Republik verteidigt. Und natürlich gibt es diese Kräfte, aber wer bewahrt eigentlich die Republik? Ne? Also die Gefahr für Weimar geht am Anfang, ganz am Anfang natürlich von links aus und nicht von rechts, das sollten wir nicht vergessen. Und es gibt auch republikanische Freikorps und so weiter. Also das ist eine komplexe Geschichte. Es gibt diese Kräfte, Lüttwitz, ne, ganz klar, der die Republik beseitigen will. Aber wenn man das als Institution nimmt, woran scheitert die Weimarer Republik? Was sind sozusagen die großen Gefahren? Dann ist es meines Erachtens nicht die Reichswehr. Mhm. Es gibt viele Gefahren, es gibt viele Probleme, viele Gründe, an denen es scheitert. Natürlich war umgekehrt, das heißt, wenn wir das die Grautöne zeichnen, natürlich war die Reichswehr auch keine Stütze der Republik am Anfang, ja. Der Begriff Ordnung, der Begriff Revolution kommt ja eigentlich nur im Diskurs von den Kräften links der MSPD. Ordnung, sie bewahrt die Ordnung, aber sie hat diese Aussöhnung mit der Republik, mit der Verfassung, das fällt ihnen schwer. Ne? Das gelingt nicht. Wobei wir auch da sagen müssen, wir schauen auf die 4000 Offiziere, selbst bei denen wissen wir einiges nicht so genau und dann, wenn wir an die Unteroffiziere so kommen, we don't know. Ja. Nicht. Da zielt meine zweite Detailfrage, bevor wir gleich weitergehen, darauf ab. Ist wirklich eine Interessensfrage, weil ich selber auch bei den Recherchen für die Ausstellung nicht in letzter Instanz ergründen konnte. Sie haben es gerade gesagt, Sie durften nicht wählen, die Soldaten. Allerdings war es ja so, dass Sie zur Wahl zur Nationalversammlung durchaus wählen durften und die SPD ihnen ja sozusagen in der Novemberrevolution ja auch das Wahlrecht eingeräumt hat. Es gibt die Hamburger Punkte von dem Reichsrätekongress, die, naja, sagen wir mal, ein bisschen sehr weitgehend waren, um es so zu formulieren. Aber wieso wird dann das Wahlrecht mit dem glaube ich, 1920 schon wieder für die Soldaten abgeschafft? Ja, als Staatsverständnis, der Soldat ist unpolitisch, er hat den Staat zu schützen und er verträgt sich nicht mit der damaligen Form oder Interpretation des Soldaten, der sagen, den Staat schützt, das Land schützt. Er ist eben nicht jemand, der politisch sagen, aktiv ist. So. Natürlich hatten die alle eine politische Meinung, aber diese Haltung findet man selbst heute noch bei einigen Generalen, wenn man sie fragt, sind sie eigentlich in einer Partei? Dann sagen die, naja, also es gehört sich eigentlich nicht für einen General in einer Partei zu sein. Ne? Ich diene diesem Staat gleich wie der Partei. Ja. So, und das ist auch nicht, dann bin ich neutraler, weil die Regierung verändert sich und da gibt es keinen Bias. Ich glaube, das war auch in Militärkreisen für viele eigentlich kein Problem, anerkannt. Aber natürlich hatten die eine politische Meinung. Und wenn man jetzt die Daten hätte, die wir, glaube ich, nicht haben, dann muss man kein Wahrsager sein, um zu sagen, naja, diese 4000 Offiziere haben wahrscheinlich höchstwahrscheinlich DVP und DNVP. Übrigens nicht NSDAP. Aber das ist sicherlich das Spektrum, wo sie herkommen. Gut, vielen Dank für diese historische Einschätzung erstmal. Wir können gleich dann noch auch weiter zu diesen Fragen diskutieren. Sie können gerne nachher auch Fragen noch weiter dazu stellen, ließe sich über das ein oder andere Detail natürlich noch sehr viel weiter reden, aber wir kommen weiter im Thema. Herr Biel, sozusagen auch wir kommen gleich zur zeitgenössischen Einschätzung, also der Situation heute, aber sozusagen als Übergang von dem, was Herr Neitzel gerade ausgeführt hat. Teilen Sie seine Einschätzung so über die Genese, Gründungsphase der Bundeswehr, die Etablierung eines Gründungskonsens der Bundeswehr, der sie doch relativ stark gegen verfassungsfeindliche Bestrebungen immunisiert? Nun ja, also erstens mal, ich bin kein Historiker, aber ich habe ja auch in der Vorbereitung auf die heutige Sitzung aufgrund der Forschungsinteressen schon ein bisschen mit der Literatur umgetan. Und was halt auffällt, ist dann doch, wie früh Weimar Reichswehr auch als Schablone oder als Gegenbild zur frühen Bundesrepublik gezeichnet wird. Also was Sie genannt haben, zivile Kontrolle der Streitkräfte, zivile Spitze des Verteidigungsministeriums,
Parlamentsarmee, parlamentarische Rückbildung, eben die Wehrbeauftragte, Konzepte von innerer Führung, Staatsbürger und Uniformen. Das ist ja alles auch im Wissen nicht nur des Zweiten Weltkriegs, der NS-Herrschaft, sondern auch des Scheiterns der ersten demokratischen Republik auch entworfen worden. Und was mir auch deutlich geworden ist, was mir auch ehrlich gesagt ein bisschen überrascht hat, ist, wie früh es tatsächlich auch schon Versuche gibt, die Demokratiefestigkeit der Streitkräfte auszuloten mit damals üblichen, heute würde man sagen, sozialempirischen Mitteln. Also sehr, sehr früh schon Umfragen, Beobachtungen, Expertisen, Gutachten, Studien auch in den Streitkräften über die Streitkräfte. Also von Anfang an schon eine hohe Aufmerksamkeit hinsichtlich der Zuverlässigkeit, politischen, demokratischen Zuverlässigkeit der Streitkräfte. Und meine Herr Neitzel, andere Historikerinnen und Historiker im Raum sind da sicherlich die Experten, aber ich kenne auch die Umfragen aus der frühen Bundesrepublik, also was dort auch gesellschaftlich teilweise noch Konsens ist. Sie haben den 20. Juli angesprochen, damals keineswegs als von allen als leuchtendes Vorbild wahrgenommen worden ist. Auch offen rassistische Äußerungen, antisemitische Äußerungen, demokratiekritische Äußerungen muss man, glaube ich, dann immer in den Kontext dieser Zeit stellen. Das Interessante ist, glaube ich, dabei, wenn man sich dann doch nochmal von der Gründungsphase bis heute die Entwicklung der Bundeswehr anschaut, sind es doch im Großen und Ganzen die gleichen Instrumente, mit denen man versucht, eben die demokratische Zuverlässigkeit der Streitkräfte zu garantieren. Mit einer großen Ausnahme, und da kommen wir vielleicht noch dazu, mit der Aussetzung der Wehrpflicht, ist natürlich, die ist auch so legitimiert worden, dass sie eben diese Rückbindung in Gesellschaft, Bevölkerung auch demokratische Kontrolle garantieren sollte. Da haben wir mittlerweile eine andere Situation. Aber sonst, wenn ich es richtig sehe, bei allen Veränderungen, die es im Detail natürlich gab, sind doch die großen Einrichtungen schon von Beginn an da und haben sich eigentlich auch bis heute gehalten, was ja auch erstmal ein interessanter Befund ist. Die Bundeswehr wird zu einer Armee in der Republik und die Reichswehr ist eben nur eine Armee in der Republik. Nicht? Diese Entwicklung haben wir auf jeden Fall nicht. Und die Abgrenzung ist ja, wie Sie ganz richtig sagen, zur Reichswehr fast noch mehr zur Reichswehr als zur Wehrmacht, interessanterweise. Wegen dieser mangelnden politischen Kontrolle und so. Ja. Und es ist natürlich auch der wesentliche Unterschied, dass die Wehrpflicht ja quasi Versailler Vertrag in der Weimarer Republik eben auch von Beginn an ausgesetzt. Die durften nicht, die hätten gerne gewollt, aber die was natürlich auch diesen Topos des Staats im Staat, der Abkopplung, auch der sozialen Abkopplung des Militärs vom, waren ja auch längere Dienstzeiten, wenn ich das richtig in Erinnerung habe, auch der sozialen Abkopplung von der restlichen Gesellschaft noch unterfüttert. Herr Biel, Sie haben sich auch sozusagen, ja, Sie beschäftigen sich ja auch sozusagen mit Einstellungsforschung und dergleichen innerhalb der Bundeswehr. Können Sie da irgendwie diagnostizieren, dass die Aussetzung der Wehrpflicht da irgendwie ein einschneidendes Ereignis war? Also sind da mit sozialwissenschaftlichen Methoden, sage ich mal, ist das nachweisbar? Ja, also Herr Fritz Münkler hat vor kurzem gesagt, die Deutschen, als wieder die Debatte anhob, ob wir eine Wehrpflicht wieder einführen können oder wenn ja, in welcher Form, meinte er, die Deutschen hätten ein erotisches Verhältnis zur Wehrpflicht. Da ist ein bisschen was dran, aber die Militärsoziologie hat auf jeden Fall ein erotisches Verhältnis zur Wehrpflicht, weil der ja doch einiges angedichtet wird, also zunächst einmal könnte man ganz nüchtern sagen, das ist ein Rekrutierungsinstrument, um eben ausreichend Personal für die Streitkräfte zu gewinnen. Die Einbindung in die Gesellschaft, Integration ist bereits angesprochen worden. Das Staatsbürgerverständnis hängt ganz, ganz stark daran. Auch die Zuweisung staatsbürgerlicher Rechte hängen häufig mit Militärrollen zusammen. Und was in den letzten Jahren ja auch die Forschung deutlich herausgearbeitet hat, sind die Geschlechterverhältnisse, die ganz stark daraus definiert worden sind. Bei der Wehrpflicht ist es so ein bisschen paradox, weil einerseits soll ja die Wehrpflicht, Sie haben es gerade nochmal auf den Punkt gebracht, eine Kontrolle aus der Gesellschaft in die Streitkräfte hineintragen, auch Abschottungs- oder Schließungstendenzen, wäre der soziologische Terminus, Abkapplungstendenzen entgegenwirken. Andererseits, wenn man sich einfach mal die nüchternen Fallzahlen anschaut, was gab es über die Phase der Bundesrepublik für Fälle von rechtsextremen Vorkommnissen, alle diese
unschönen und schlimmen Dinge, die dort passiert worden sind. Insbesondere in den 90er Jahren wurden die tatsächlich von den Wehrpflichtigen in die Streitkräfte hineingetragen. Das muss man auch ganz deutlich sagen. Ja. Und von daher war das dann auch die Frage, es war immer ein Vorbehalt, dann auch Ende der Wehrpflicht, Berufsarmeen, Freiwilligenarmeen, da gehen dann nur noch Rechte hin als Vorbehalt, als Vorwurf. Aber umgekehrt muss man sagen, es waren auch die Wehrpflichtigen, die das dort hineingetragen haben. Haben wir große Unterschiede, das war Ihre Frage, haben wir große Unterschiede mit der Aussetzung der Wehrpflicht festgestellt? Zunächst einmal, wir haben nicht hier jetzt wirklich Daten, um das deutlich zu sehen. Ich würde das aber alleine schon deshalb nicht vermuten, weil diese Wehrpflicht ja nicht aus voller auch Mannstärke, in dem Fall kann man das sagen, von einem Tag auf den anderen von null reduziert wurde. Das war eine schleichende Entwöhnung, wo man ja immer mehr diese Wehrpflicht, Wehrgerechtigkeit unterhöhlt hat, sodass wir eigentlich so einen gleitenden Übergang hatten. Von daher würde ich das nicht als entscheidendes Ereignis letztendlich sehen. Persönliches Bekenntnis an der Stelle, ich durfte noch dienen. Ja. Ich durfte noch dienen. Ja. Ach so, Sie durften auch. Als Wehrpflichtiger. Ja. Vielleicht noch eine kurze Frage an Sie, Herr Biel, als jetzt nicht sozusagen als empirisch arbeitender Soziologe, aber doch eine eher soziologische Frage. Was mich auch schon länger umtreibt, ist es nicht vielleicht auch so, dass die Streitkräfte als Gewaltakteur, Gewaltorganisation, ja, man hat mit Waffen zu tun und so weiter und so fort, hierarchisch organisiert, eine gewisse Organisationskultur hat, die einen bestimmten Typus Mensch anzieht und das vielleicht auch zu diesem Problem beiträgt. Ja, also das ist, glaube ich, es gibt in der Literatur, in der soziologischen Literatur, wie kommt der Rechtsextremismus und die Streitkräfte, zwei groß unterschiedliche Ausrichtungen. Das eine ist, was Sie gerade formuliert haben, Streitkräfte oder auch andere Sicherheitsorgane ziehen eben Personen mit diesem Profil an, die dann auch, die nicht nur gewaltaffiner sind, waffenaffiner sind, sondern häufig auch rechtes Gedankengut mit sich tragen. Das andere ist die Vermutung, dass eben durch ihre Kultur Streitkräfte dann auch selber zu Radikalisierungsprozessen letztendlich führen. Bleiben wir mal bei dem ersten, das Sie angesprochen haben, ziehen Streitkräfte die an? Die Literatur gibt dazu einige Hinweise. Ich glaube, da ist schon ein bisschen was dran, zumal wenn man das in den Mittelpunkt rückt, was zum Beispiel Herr Neitzel mit seinem Buch Deutsche Krieger so stark gemacht hat, nämlich genau dieses Bild von Streitkräften, das, was eben Streitkräfte von anderen Organisationen unterscheidet. Jetzt wissen wir aber auch, dass erst recht moderne Streitkräfte eine unglaubliche Bandbreite von Verwendungen, Tätigkeiten, Positionen hat bis hin zu Sozialwissenschaftlern wir haben auch Kolleginnen und Kollegen in Uniform, die tatsächlich bei uns wissenschaftlich forschen. Also von daher haben wir eine ganze Bandbreite und ich würde meinen, das ist sicherlich ein Weg, den wir da finden, aber das erklärt das Phänomen nicht als Ganzes. Und da sind ja auch Streitkräfte kein Opfer, oh Gott, die kommen und wir können nichts dagegen machen, die werden ja eingestellt. Das heißt, werden wir vielleicht noch drauf kommen, Streitkräfte haben ja immer die Möglichkeit zu sagen, wir nehmen die oder wir nehmen den oder eben auch nicht. Ja. Das wäre meine nächste Frage gewesen, aber dann gehen wir gleich am besten kurz gleich zu Frau Högel über. Nur noch an der Stelle, ist natürlich auch pluraler geworden, ja, also gerade was die Geschlechter anbelangt, also gerade dieser Maskulinitätskult, der oft und lange, gerade auch in der Weimarer Republik mit den Streitkräften verbunden war, kann da ja, glaube ich, heutzutage in der Bundeswehr auch nicht mehr ganz so ausgelebt werden, wie das damals der Fall war. Aber das vielleicht nur noch als allerletzten Punkt in diese Richtung, wo wir dann auch schon dazu übergehen, wie erfahren wir eigentlich von diesen ganzen Fällen, wie werden sie öffentlich, wie registrieren wir sie, um dann hinterher zu entscheiden, wie gehen wir damit um. Ist natürlich auch Chorgeist, ist auch so ein Punkt, ja, der dann da gerade, was diesen Schlag Mensch anbelangt, eine gewisse Rolle spielt, glaube ich. Und was auch sozusagen das gesellschaftliche Misstrauen vielleicht auch so ein bisschen nährt, weil man nicht so genau weiß, was da nicht vielleicht noch in irgendwelchen Chatgruppen läuft oder dann wird ein Schweigekartell über bestimmte Praktiken gehüllt. Beobachten Sie das auch oder? Das will ich nicht ausschließen, aber wenn ich als Soziologe da drauf schaue, ist es komplexer. Der Begriff des Chorgeistes, der ist eindeutig.
Aber man muss natürlich auch sagen, dass in allen Organisationen es immer Entscheidungen gibt, was melde ich, was melde ich nicht, wie gehe ich mit entsprechenden Vorfällen um, wie regle ich die entsprechenden Vorfälle. Und den Anstieg, den Sie vorhin oder vorhin auch thematisiert worden ist, Frau Högel, Sie sind da die Fachfrau dafür, ist sicherlich auch immer eine Reaktion auf Vorkommnisse, eine erhöhte Aufmerksamkeit etc. Und das, was Sie jetzt als Chorgeist eben negativ, zu Recht auch negativ dargestellt haben, eben dieses Vertuschen, dieses Verschleiern, ist umgekehrt natürlich auch funktional für Streitkräfte, die eben auf eine sehr enge, wir nennen das in der Fachliteratur Kohäsion, angewiesen sind, wo sie darauf vertrauen müssen, dass sie zusammen funktionieren. Ich möchte damit nicht sagen, dass das Vertuschen damit in Ordnung ist. Aber ich will Ihnen für die Perspektive der Einzelnen, die beteiligt sind, bei Dingen, die einfach auch manchmal vielleicht nicht eindeutig sind, einen gewissen Entscheidungsspielraum. Und dass das nicht immer richtig gehandhabt wird, darüber muss man, da bin ich mir ganz sicher, dass es so ist. Aber was man auch nochmal in den Raum werfen muss, die Bundeswehr ist ja nicht nur eine Organisation, die von Chorgeist und geschlossenen Zellen oder so lebt und geschlossenen Einheiten lebt, sondern ist auch eine sehr, sehr, wie jede Streitkraft, hierarchische Organisation. Und gerade in Zeiten, wie wir sie jetzt in den letzten Jahren erlebt haben, mit einer erhöhten Aufmerksamkeit der Öffentlichkeit, der Politik, der Medien, auch der Wissenschaft für diese Thematik, müssen sich in so einer Organisation ja auch erstmal trauen, sowas zu vertuschen. Da steigt der Preis dessen, wenn es dann doch rauskommt, um einiges. Und angesichts der Kalküle, die einige haben, was die eigene Karriere angeht, will ich sagen, gerade als Vorgesetzter gehört dann wiederum sehr, sehr viel Mut dazu, sowas zu vertuschen. Also es gibt ganz verschiedene Ebenen dabei und Chorgeist ist ein wichtiges Element und das will ich eigentlich nur auf den Punkt nochmal bringen, aber es ist nicht die einzige Rationalität, die im Umgang mit diesen Vorgängen letztendlich zum Tragen kommt. Ja, vielen Dank, Herr Biel. Kommen wir zu Ihnen, Frau Högel, zur politischen Einschätzung aus dem politischen Raum sozusagen. Mhm. Wir haben uns kurz vor Beginn der Veranstaltung noch ausgetauscht, dass das zu betonen ist. Frau Högel ist natürlich nicht als Parteipolitikerin hier, sondern in ihrer Funktion als diejenige, wir haben es schon mehrfach jetzt angesprochen, zivile und parlamentarische Kontrolle der Streitkräfte als ganz wichtiges Element einer demokratischen Organisation militärischer Gewalt. Was Sie bislang so gehört haben, ich fange mal mit einer ganz allgemeinen Frage an. Wie sehr fühlen Sie sich sozusagen angesprochen und mit Ihrem Tätigkeitsfeld da jetzt auch bestärkt in dem, was Sie vielleicht in den letzten Jahren getan haben in diese Richtung oder inspiriert, noch mehr zu tun oder anderes zu tun? Erstmal sage ich schönen guten Abend. Ich freue mich sehr, heute Abend hier zu sein. Herzlichen Dank für die Einladung. Natürlich sind wir sofort mittendrin und ich hätte ja beim Podium jetzt auch nicht zugesagt, wenn ich nicht den Eindruck gehabt hätte, das ist genau das Thema, wo ich als Wehrbeauftragte möglicherweise auch etwas zu beitragen kann. Und Sie haben ja ein ganz bisschen meine Vorgeschichte erwähnt, NSU-Untersuchungsausschuss aus diesen Zusammenhängen und dieser entsetzlichen Arbeit und diesen fürchterlichen Erkenntnissen kennen wir uns ja auch, liebe Frau Kläffner. Und vielleicht lasse ich Sie kurz teilhaben an meinem Leben. Als ich angefangen habe als Wehrbeauftragte im Mai 2020, habe ich mir vorgenommen, nicht sofort als allererstes das Thema Rechtsextremismus in der Bundeswehr zu adressieren, weil mit der Vorgeschichte wollte ich auch keinen falschen Akzent setzen, denn ich will hier nicht in keinem Fall irgendwas verharmlosen, aber ich gehöre nicht zu denjenigen, die sagen, die Bundeswehr hat ein Haltungsproblem. Ich bin aber auch nicht bei denjenigen, die sagen, es sind alles zu vernachlässigende Einzelfälle, sondern das müssen wir wirklich sehr sorgfältig auch miteinander erörtern, wie groß die Gefahr ist. Und ich sehe schon, dass Rechtsextremismus in der Bundeswehr auch eine Gefahr ist, und zwar, weil sie auch in unserer Gesellschaft eine Gefahr ist. Und ich neige da nicht zum Drama, aber ich will schon sagen, wenn wir jetzt mal in die politische Landschaft gucken, dann ist Rechtsextremismus für unsere Gesellschaft, für unsere Demokratie im Moment die Herausforderung. Und wir stehen ja in diesem Jahr vor einigen Wahlen, die das auch sehr deutlich machen. Ich habe mir also vorgenommen gehabt, als Wehrbeauftragte, Eva, such dir andere Themen. Die Bundeswehr ist voll von spannenden Themen. Und dann kam aber wenige Tage, bevor ich mein Amt angetreten habe, der offene Brief von General Kreitmeier. Einige von Ihnen werden sich erinnern, damals Kommandeur der Spezialkräfte des Heeres, des KSK in Calw. Und damit war das Thema Rechtsextremismus sofort in der vollen Schärfe und mit wirklich der ganzen Wucht auch auf meinem Schreibtisch. Und dann habe ich natürlich als Wehrbeauftragte da auch zugesehen, dass ich da meine Aufgabe auch direkt wahrnehme.
Und vielleicht für unsere Diskussion auch, mir geht es da vor allen Dingen darum, ich unterstütze ja als Wehrbeauftragte die Bundestagsabgeordneten bei der parlamentarischen Kontrolle der Streitkräfte, dass wir wirklich die ganze Bandbreite im Bereich von Rechtsextremismus im Blick haben. Das fängt an mit, was wird gemeldet, was wird öffentlich, ja, was wird bekannt, was wird versucht zu vertuschen, aber wie kommen wir dazu, dass die Fälle auch aufgedeckt werden, wird dann mit den Fällen umgegangen. Da muss natürlich ganz klar sofort ein Instrumentarium greifen der Behandlung solcher Fälle. Ja, also von man ermittelt sofort ziemlich schnell, es wird sanktioniert, entsprechend wird auch reagiert im Sinne von aus der Bundeswehr raus entlassen, was auch immer, Verfahren führen. Und wenn man weiß, dass die berühmte Schweinskopfparty, berühmt in Tüdelchen, von 2017 immer noch nicht gerichtlich aufgearbeitet ist und abgeschlossen ist, dann weiß man, wie lange die Verfahren bei der Bundeswehr leider auch dauern. Also alles aufarbeiten, sanktionieren. Und dann habe ich auch von Anfang an und so auch heute Abend einen großen Wert darauf gelegt, dass wir ganz viel Engagement und Energie stecken in Prävention. Also dass die politische Bildung natürlich sehr wichtig ist. Das ist ein Kernelement von Parlamentsarmee, von Staatsbürger, Staatsbürgerinnen in Uniform, dass wir viel miteinander sprechen. Was ist im Bereich der Meinungsfreiheit noch möglich? Wo gibt es rote Linien? Was ist nicht mehr gedeckt? Was ist nicht vereinbar mit der Bundeswehr? Dass wir das auch sorgfältig miteinander erörtern. Und ich habe mich auch engagiert im Rahmen meiner Möglichkeiten als Wehrbeauftragte, an der einen oder anderen Stelle auch die rechtlichen Grundlagen noch anzuschärfen. Wir haben damals bei NSU, Uwe Mundlos war Wehrpflichtiger in der Bundeswehr. Wir haben damals sehr dafür geworben, dass die Bundeswehr besser wird bei der Einstellung. Seitdem gibt es eine Einstellungssicherheitsüberprüfung. Die ist natürlich nur dann wirksam, wenn sie auch zügig erfolgt. Ja? Und nicht die Soldatinnen und Soldaten monatelang in der Bundeswehr sind, dann irgendwann die Sicherheitsüberprüfung abgeschlossen wird und es manchmal so lange dauert, dass unsere Soldatinnen und Soldaten die Grundausbildung wiederholen müssen. Dann ist die Sicherheitsüberprüfung natürlich nicht so wirksam, wie wir uns das vorgestellt haben. Neu eingeführt wurde auch eine Überprüfung der Reservistinnen und Reservisten. Auch das ein wichtiger Beitrag, um zu gucken, wen haben wir in unseren Reihen. Also was will ich damit sagen? Alles an Instrumentarium auch anzuschärfen, um Sorge zu tragen, dass Rechtsextremisten sich nicht breit machen können in der Bundeswehr, dass keine Netzwerke entstehen können. Keine Verbindung und da muss man wirklich immer aufmerksam sein und ich vielleicht das auch noch als einen Punkt, ich bin immer wieder gefragt worden und das war ja heute Abend auch ein bisschen Thema, wie ist das eigentlich mit dem Melden? Ja, wird da versucht, was zu vertuschen? Werden die Soldatinnen und Soldaten ermuntert, aufgefordert, Dinge auch zu melden? Und ich werde dann auch immer mal wieder gefragt, verstößt das nicht gegen Kameradschaft, wenn ich meinen Kameraden, meine Kameradin in Tüdelchen anschwärze und sage, da ist was nicht in Ordnung. Und ich ermutige bei jeder Gelegenheit, die ich habe, Soldatinnen und Soldaten immer Dinge zu melden. Erstmal muss es bekannt werden, es muss gemeldet werden und wenn einem was komisch vorkommt, dann setzen ja Ermittlungen ein. Und deswegen sind die gestiegenen Zahlen auch darauf zurückzuführen. Nicht alle, aber auch ein Teil, dass es doch in der Bundeswehr ein größeres Bewusstsein dafür gibt, dass bestimmte Dinge nicht in die Bundeswehr gehören, dass es richtig ist, sie auch zur Anzeige zu bringen, Vorgesetzte zu informieren. Und vielleicht will ich das sagen, ohne wirklich, ich will nichts verharmlosen. Ich sehe das als wirklich sehr ernsthaft. Soldatinnen und Soldaten tragen Waffen. Wir müssen da aufmerksam sein. Aber ich will auch noch mal sehr deutlich sagen, unsere Bundeswehr hat sich nach den schlimmen Vorkommnissen im Zuge Aufarbeitung NSU, nach Franco A., aber auch nach den Vorfällen im KSK, auch deutlich verändert. Da sind auch Maßnahmen ergriffen worden. Das kann alles immer noch besser werden, das kann noch wirksamer werden. Aber die Bundeswehr ist jedenfalls vor NSU, vor Franco A. und auch vor KSK doch eine andere gewesen, als sie jetzt in Teilen auch ist. Also soweit will ich das auch sagen, dass da viel auch passiert ist und Maßnahmen ergriffen wurden. Vielleicht soweit von meiner Seite als Einstieg. Also man ist auf jeden Fall sensibler geworden in dem Themenbereich und guckt genauer hin, also vielleicht hält sich der Grau, Sie sind gleich dran, okay. Ja, genau. Sie atmen schon so schwer durch. Ja. Also vielleicht sieht man von dem Graubereich etwas mehr sozusagen. Eine Frage habe ich noch, inwiefern ist es vielleicht auch sozusagen in unterschiedlichen Dienstgradgruppen ein unterschiedlich großes Problem. Also mein Eindruck ist, also ich habe auch gelegentlich persönlich Weiterbildungsveranstaltungen mit Bundeswehrgruppen gemacht. Mein Eindruck ist, also
Im Bereich der Offiziere ist das überhaupt kein Problem, ja, weil da, also das ist zumindest in der Offiziersausbildung mein Eindruck gewesen, dass da wirklich pfiffige junge Menschen auch mit guten demokratischen Überzeugungen, also das ist jetzt Privatempirie, das sind ein paar Veranstaltungen, die ich gemacht habe, aber das sozusagen, je weiter man in den Dienstgrad nach unten kommt, desto prekärer wird es, ist zumindest so mein Eindruck. Also ich bin ja nicht diejenige, die das erhebt. Ja, so. Ich gebe vielleicht nur so ein paar Eindrücke von dem, was ich auch diskutiere und was ich auch an Zahlen und Erkenntnissen übermittelt bekomme. Das Bundesamt für den Militärischen Abschirmdienst schaut ja ganz genau hin, wo liegen da die Schwerpunkte. Und das ist sehr unterschiedlich von den Teilstreitkräften. Wir haben die größten Zahlen, nicht nur, weil das deutsche Heer das größte zahlenmäßig ist, sondern eben auch prozentual im Heer. Ja, jetzt kann man natürlich erörtern, dass der Soziologe wieder gefragt, kommen andere Menschen zur Luftwaffe und zur Marine als zum deutschen Heer? Wie verhält sich das? Da kann man wahrscheinlich den ganzen Abend auch drüber diskutieren. Ich würde aber sehr gerne eine Gegenrede halten zu dem, dass es bei den Offizieren nicht auftaucht. Und ich will auch ganz gerne sagen, ja, ich verstehe, was Sie gemeint haben, aber ich will das gerne nutzen, auch nochmal zu sagen, dass man natürlich auch gucken muss, da ist es richtig gefährlich. Wenn Sie sich die Netzwerke angucken, Frau Kläffner kommt da ja, kommt gleich noch dran, wenn Sie sich die Netzwerke angucken und gucken, wie weit das dann auch in bürgerliche Bereiche reingeht, ja, welche Durchschlagskraft das auch hat in vielen gesellschaftlichen Bereichen, welche Glaubwürdigkeit auch dahinter steckt, dann ist zwischen, ich sag mal, einem nicht so gut ausgebildeten Mannschaftssoldaten, der mal bei einer Feier mit einem hohen Alkoholkonsum einen Hitlergruß macht, ich will das nicht verheimlichen, verheimlichen auch nicht, und einem exzellent ausgebildeten Offizier, der rechte Netzwerke pflegt in Burschenschaften, Kreisen und sonst wie hinein, dann muss man da aber auch noch mal differenzieren und da müssen auch ganz andere Maßnahmen ergriffen werden. Aber das BAMAT hat solche Statistiken. Nun muss man immer gucken, angesichts der doch kleinen Zahl von Fällen, die beim BAMAT auch behandelt werden, ob das wirklich so aussagekräftig ist. Ich sage immer, die ganze Bundeswehr muss das als Daueraufgabe betrachten. Rechtsextremismus darf in der Bundeswehr keinen Platz haben und jeder einzelne Fall ist einer zu viel und hat in der Bundeswehr nichts verloren. Frau Kläffner, Sie nicken, ich vermute, Sie stimmen dieser letzten Aussage vorbehaltlos zu. Auf jeden Fall. Aber Sie haben auch ein, zwei Mal schon schwer durchgeatmet, habe ich so ein bisschen aus dem Augenwinkel zumindest gesehen oder glaube gesehen zu haben. An welchen Stellen haben Sie durchgeatmet? Naja, also meine Aufgabe hier heute Abend ist jetzt einfach mal zu sagen, die Zahlen, über die wir sprechen, sind nur die Spitze des Eisbergs. Und 2019 hat die sehr geschätzte Kollegin Caroline Walter, die schon sehr lange, auch seit 30 Jahren zu Rechtsextremismus in der Bundeswehr arbeitet, als Journalistin mit einer Reihe von Experten darüber gesprochen, was sagen uns die Zahlen, und alle, mit denen sie gesprochen hat, haben gesagt, also wenn Sie alle Zahlen, von denen wir jetzt auch heute Abend gehört haben, mal 10 nehmen, dann kommen Sie schon ein bisschen näher an die Dimension von rechtsextremen Verdachtsfällen in der Bundeswehr. Das ist das eine. Das andere ist, wenn wir uns das für die jüngere Geschichte der Bundeswehr in dem wiedervereinigten Deutschland angucken. Wir gucken jetzt mal nur auf ab 1990 bis jetzt. Dann sehen wir, dass das Verhältnis von organisierten Rechtsextremisten, von Neonazis zur Bundeswehr sich tatsächlich verändert hat. Also wir haben die 80er Jahre und da sehen wir eben auch, dass der organisierte Rechtsterrorismus, also die Gruppen um Manfred Röder, aber auch die Wehrsportgruppe Hoffmann, sehr wohl gute Kontakte in die Bundeswehr hinein hatte und zum Teil sich ja auch aus Bundeswehrmaterial bedient hat. Und dann kommen wir an diesen Punkt, und der ist ja heute Abend auch schon mehrfach gefallen, und Sie, Frau Dr. Hügel, haben es genannt,
Die Neonazis der Wendegeneration, der Generation Terror, werden als Wehrpflichtige in die Bundeswehr eingezogen. Jetzt muss man sagen, es gibt seitenweise Protokolle, unter anderem eben das Vernehmungsprotokoll von Uwe Mundlos mit MAD-Befragern, und das ist wirklich nur eins von wahrscheinlich Hunderten oder Tausenden, die da noch in den Archiven des MAD schlummern. Und was sich da drin ausdrückt, ist das instrumentelle und auch sehr distanzierte Verhältnis dieser Generation von Neonazis zur Bundeswehr. Für die war das der Ort, wo man Zugang zu Waffen hatte, zu Sprengstoff, wo man schießen lernen konnte, und das, was man dort gelernt hat, hat man außen als politischer Soldat in der Tradition der Waffen-SS, so hat sich diese Generation ja verstanden, eben zur Anwendung gebracht. Und nicht nur der NSU, das NSU-Netzwerk hat das getan, sondern eben auch andere rechtsterroristische Netzwerke der 1990er Jahre. Und wir wissen aus den Abschlussberichten der NSU-Untersuchungsausschüsse, dass eben quasi Dutzende aus dem engeren und erweiterten Netzwerk des NSU die Bundeswehr völlig klaglos, völlig beanstandungslos durchlaufen konnten, ohne dass der MAD mal gesagt hätte, hey, was ist denn hier los? Ja? Und zwischendrin Dutzende zum Teil auch von Ermittlungsverfahren eingesammelt haben. Aber was wir dann in den 2000er und 2010er Jahren sehen, ist ja auch eine Veränderung, eine Modernisierung des Rechtsextremismus. Also wir sehen, dass dann eine neue Generation von Rechtsextremisten in die Bundeswehr kommt, die durchaus anfängt zu rekrutieren. Also wir sehen die Vorläufer der identitären Bewegungen, wir sehen die freien Kameradschaften, und die fangen an, offensiv in dort, wo sie eben eingezogen sind oder dann später auch als Berufssoldaten sind, offensiv zu rekrutieren. Und das, wo wir jetzt sind, ist tatsächlich eine andere Phase. Es ist nämlich die Phase, wo ganz klar organisierte Rechtsextremisten versuchen, Teile der Bundeswehr, ob sie die jetzt alle erreichen, darum geht es ja gar nicht, als Teil ihres strategischen Plans eines gewaltsamen Umsturzes, einer gewaltsamen Abschaffung der Demokratie mit in die Planung mit einzubeziehen. Und sie, was sie auch mit einbeziehen, sind eben die Zugänge zu Waffen, zu Sprengstoff durch aktive Soldaten und die Verbindung ehemaliger Berufsoffiziere zu noch aktiven Soldaten. Und die Gefahr liegt tatsächlich darin, dass diese Dimension, der Wille zum gewaltsamen Umsturz und der Wille zum politischen Attentat, der damit verbunden ist, dass der immer noch unterschätzt wird. Und ich frage Sie jetzt einfach mal, erinnern Sie sich noch an den rechtsterroristischen Mord an Walter Lübcke? Das ist ja noch nicht so lange her, es ist 2019. Und trotzdem, wenn Sie nicht nur die Reden von Unionsabgeordneten, sondern auch von anderen PolitikerInnen anderer demokratischer Parteien hören, verschwindet dieser Mord quasi als so ein Betriebsunfall des deutschen Rechtsextremismus. Und womit er nicht in Verbindung gebracht wird, sind beispielsweise die Pläne, die wir ja sehr wohl bei Franco A. gesehen haben, Bundeswehroffizier, und die Pläne, von denen zumindest die Generalbundesanwaltschaft annimmt, dass eben das breite, große Netzwerk um der Patriotischen Union, also die sogenannte Prinz-Reuß-Gruppe, auch hegte. Ja? Also
Bundestagsabgeordnete zu entführen, den Reichstag dafür auszukundschaften. Und es gibt ja auch Einlassungen eines jahrzehntelangen Ex-Bundeswehroberst, gerade gegenüber dem Stern, der diese Erkundung auch einräumt. Und es gibt auch Einlassungen von ihm im Vorfeld von einem dieser Beschuldigten und dann am OLG Frankfurt demnächst Angeklagten, der eben sagt, ja, wir haben uns auch legitimiert gefühlt, diesen Bundestag auszukundschaften und weil wir, und dann folgt eine lange Erklärung, die sich komplett in einem festgefügten rechtsextremen Verschwörungsnarrativ bewegt. Und deswegen, Frau Högel, ich stimme Ihnen zu, jeder Einzelfall ist einer zu viel, aber es gibt wirklich aus meiner Perspektive und aus der Perspektive vieler Journalistinnen, die jetzt schon lange zu dem Thema arbeiten, auch einen sehr gefährlichen Gewöhnungseffekt daran. Wir haben uns alle schon daran gewöhnt, dass mal wieder eine Chatgruppe aufliegt, dass mal wieder hier und dort Sprengstoff beim aktiven oder ehemaligen Soldaten im Garten gefunden wird. Und diese Normalisierung und diese Gewöhnung, das ist das, was uns wirklich meiner Ansicht nach große Sorgen machen muss, weil wir nicht darauf vorbereitet sind, dass die extreme Rechte auch in der Bundeswehr es ernst meint. Das ist kein Spiel mehr. Ja, vielen Dank für diese Ausführung, die leider, muss ich sagen, auch die Aktualität unserer Ausstellung noch mal vor Augen führt, wo es ja auch um Bürgerkriegsumsturzfantasien, politische Morde und dergleichen am Beginn der Weimarer Republik geht. Vielleicht eine Rückfrage noch, Ihrem Eindruck nach, also diese Gruppe Reuß wurde ja oft dann auch in der öffentlichen Betrachtung so ein bisschen verspottet und nicht so ganz ernst genommen, als naja, das sind so ein paar verschrobene Rentner, die dann irgendwie den Reichstag stürmen wollen oder dergleichen. Das habe ich persönlich auch schon zu der damaligen Zeit für falsch gehalten, das so auf die leichte Schulter zu nehmen. Aber das, was Sie eben geschildert haben, sind das Ihrem Eindruck nach, sind das sozusagen viele versprengte Zirkel, die da sozusagen ähnlich agieren oder Individuen auch oder kleinere Gruppen oder gibt es sozusagen ein größeres Ganzes, dass die sozusagen schon am gleichen Strick auch bewusst ziehen? Also ich würde sagen, unter der Pandemie sind verschiedene bis dahin eher lose agierende Netzwerke oder Gruppen enger zusammengekommen. Und wir haben das erste Mal gesehen in dieser illegalen Besetzung der Schule im Ahrtal während der Flutkatastrophe, wo sich eben dieser Oberst AD, jetzt eben einer der Mitbeschuldigten und Mitangeklagten, ja mit eben einer breiten Szene aus der Corona-Leugnerbewegung, aus der Reichsbürgerszene etc. schon in Szene gesetzt hat. Ja? Und das darf man ja auch nicht vergessen. Diese extremen rechten Gruppen lieben Katastrophen, weil das der Ort ist, wo sie sich inszenieren können als quasi Staat im Staat und als diejenigen, die entweder die staatliche Ordnung dann zu dem Zeitpunkt tatsächlich umstürzen können oder aber wo sie sich eben inszenieren können als diejenigen, die vermeintlich neue Ordnung aufbauen. Und dass auf diese Inszenierung während der Flutkatastrophe, die ja faktisch auch dazu geführt hat, dass die Bundeswehr gar nicht so gut helfen konnte, ja, und das THW eine Zeit lang, weil die da die ganze Zeit lang auch wirklich als Störfaktor waren, dass darauf nicht viel schneller reagiert wurde, ist in dieser Mischszene aus Corona-Leugnern, aus Reichsbürgern ausgenutzt worden, ja, für Selbstinszenierungen, für mehr Geldsammlungen etc. etc. Ich will aber noch einen anderen Punkt machen und das ist diese aus meiner Sicht Gretchenfrage, inwieweit hat sich
der Umgang mit Soldatinnen und Soldaten, die auf rechtsextreme Vorfälle hinweisen, auf Rassismus, auf Antisemitismus verändert. Ja? Und leider muss man sagen, und der Fall von Patrick J., der ja erst vom Berliner Verwaltungsgericht durchklagen musste, dass die Bundeswehr seinen Ruf nicht mehr schädigen durfte und dass er Recht hatte, viele Verdachtsfälle zu melden und dass der MAD eben viele dieser Verdachtsfälle nicht bearbeitet hatte, ist auch da nicht nur die Spitze des Eisbergs, sondern er war auch ein Signal an viele andere Soldatinnen und Soldaten, die sich natürlich dreimal überlegen, melden wir oder melden wir es nicht. Und in unserem Buch 2019 in extreme Sicherheit hat der Kollege Sebastian Leber vom Tagesspiegel ein Beispiel aufgeschrieben, wo er mit einem Soldaten gesprochen hat, der, als er relativ neu bei der Bundeswehr war, eben auch so eine Situation erlebt hat. Und der hat sich dann nach langem Hin und Her eben überlegt, er meldet das und war dann ganz überrascht und auch wirklich froh, dass der Vorgesetzte angemessen reagiert hat und gesagt hat, ja genau, um die ging es mir schon die ganze Zeit. Und solche Berichte will ich aber lieber häufiger lesen und die vermissen wir. Und ich lese Ihnen jetzt noch ein Beispiel vor. Ganz schnell, aber bitte. Ja, ganz schnell, genau. Was mich halt auch wirklich ein bisschen zweifeln lässt, ob die Frühwarnsysteme schon so wirklich gut installiert sind. Für unser Buch hat der Kollege Martin Steinhagen über den Fall eines rechtsextremen Soldaten, der zusammen mit seinem Vater und seinem Bruder auch Anschläge geplant hatte und auch verurteilt worden ist wegen der Vorbereitung einer schweren staatsgefährdenden Straftat zu 6 Jahren Haft immerhin, geschrieben. Der Fall ist nur bekannt geworden, weil dieser Bundeswehrsoldat gewalttätig gegen seine Ex-Partnerin geworden ist. Und die hat sich an die Polizei gewandt und hat dann wegen sexualisierter Gewalt und hat dann eben auch von der Gefährlichkeit dieses Soldaten berichtet. Und wir sehen das eben tatsächlich sehr häufig, dass rechtsextreme Soldaten oder auch rechtsextreme Polizisten eben eher zufällig bekannt werden durch Ermittlungen in anderen Strafverfahren. Also ein Beispiel, wo es auch Kontakte von militanten Neonazis bis hinein in die Bundeswehr und Polizei gibt, ist ein aktuelles Verfahren, was der Generalbundesanwalt gegen die Gruppe Knockout 51 führt. Und ohne diese Verfahren hätten wir nichts davon erfahren und wir sehen eben, die betreffenden Soldaten oder auch Offiziere sind nicht vom MAD gemeldet worden oder haben halt, und darum geht es in diesen Beispielen auch, hervorragende Zeugnisse von ihren Vorgesetzten bekommen, also die sich auch in den Strafverfahren hinstellen und sagen, ja, also dieser junge Mann, ich hatte den Eindruck, der steht fest auf dem Boden des Grundgesetzes und ich konnte mir den als Offizier vorstellen. Und das lässt mich doch zweifeln. Nun mag es auch gute Schauspieler geben, ja, die das, bei Befragung das vortäuschen können. Ne? Also das kann sein, aber dann müssen natürlich die Instrumente auch geschärft werden. Frau Högel, Sie haben anfangs sehr zustimmend genickt, dann öfters mal den Kopf geschüttelt. Ich habe den Eindruck, also Sie waren etwas hin und her gerissen. Und liebes Publikum, bereiten Sie bitte schon mal Ihre Rückfragen vor. Wir öffnen gleich auch für Ihre Fragen und Kommentare. Ja, das ist immer ganz schwierig. Ich habe das ja eben schon gesagt. Also ich wiederhole es nochmal. Ich gehöre nicht zu denjenigen, die sagen, ich habe das auch 2017 falsch gefunden, als Ursula von der Leyen das gesagt hat, die Bundeswehr hat ein Haltungsproblem. Das unterschreibe ich never ever. Ja, wir haben 182.000 Soldatinnen und Soldaten und der größte Teil, und ich glaube, Frau Kläffner, da sind wir uns auch einig, ja, leistet wirklich jeden Tag mit herausragendem Engagement, hochprofessionell, fest auf dem Boden unseres Grundgesetzes,
ist fest verankert, ja, den Dienst. Und ich finde, das ist immer sehr, sehr wichtig, das auch nochmal hervorzuheben. Und natürlich müssen wir sehr aufmerksam sein, ob Netzwerke entstehen, ob Dinge bekannt werden, das Instrumentarium muss greifen und so. Deswegen werbe ich wirklich bei diesem Thema immer dafür, eine sehr differenzierte Betrachtung an den Tag zu legen. Ja, man kann auch die einzelnen Fälle, muss man sehr unterschiedlich betrachten, ob der Oberst E. die Durchschlagskraft in der Bundeswehr noch hatte. Ja, ich würde sagen, nein, weil die Frage ist doch am Ende, wird das von der Bundeswehr getragen, dieses Verhalten, auch von den Netzwerken? Ja? Wird das geteilt? Wird das, schlägt sich das nieder in der Bundeswehr als eine gemeinsame Haltung? Und ich will das wirklich nicht abwimmeln und abtun, auch die ganzen Fälle, die Sie wichtig in Ihrem Buch haben, die müssen natürlich Ausgangspunkt sein, zu gucken, greift das Instrumentarium noch, aber Oberst E. ist ja eben nicht einer, der von der Bundeswehr getragen wird und wo breite Teile der Bundeswehr sagen, das ist genau die Herangehensweise, sondern da wird ja ganz massiv auch vorgegangen. Oder zum Beispiel, dass der Abgeordnete Gnauck Uniformtrageverbot hat und die das Instrumentarium da auch greift und ermittelt wird und er aus der Bundeswehr entlassen wird, das ist ja das Ziel. Also insofern, die Fragen sind im Detail sehr schwierig und wir sind uns, glaube ich, in vielen Teilen sehr einig, aber ich bin eher auf der Seite auch zu sagen, lassen Sie uns sehr differenziert die Einzelfälle angucken und ich sehe eben nicht, dass die Bundeswehr Teil von Umstürzen ist oder in ihrem großen Ganzen irgendwie unsere Demokratie delegitimiert. Und vielleicht ganz kurz als Abschluss darauf noch, ich bin jetzt auch viel in Ostdeutschland unterwegs, da haben wir viel Bundeswehr. Und da stelle ich etwas fest und wirklich nehmen Sie es nicht als Verharmlosung meinerseits, aber worauf ich als Wehrbeauftragte stolz bin. Da haben wir wirklich eine sehr schwierige Gemengelage in der politischen Diskussion und wenn ich abends Veranstaltungen mache, dann schlagen mir Positionen entgegen, da muss ich auch tief durchatmen. Und dann bin ich tagsüber in den Verbänden bei unseren Soldatinnen und Soldaten und meine Damen und Herren, wirklich nehmen Sie es mir ab, da treffe ich aber wirklich auf Soldatinnen und Soldaten, die ganz klar wissen, was der Auftrag ist, die ganz klar wissen, wofür sie sich auch engagieren und einsetzen und die darauf vorbereitet werden, im Zweifel mit ihrem Leben für unsere Demokratie, für Frieden und Freiheit einzustehen. Und das möchte ich Ihnen heute Abend hier auch mitgeben, weil das etwas ist, was natürlich die schwierigen Fälle und Netzwerkstrukturen und so nicht überlagern soll, aber doch die große Mehrheit ist und wir da auch eine gehörige Portion Vertrauen auch in unsere gut ausgebildeten Soldatinnen und Soldaten haben können. Das möchte ich als Wehrbeauftragte heute Abend hier auch sehr deutlich sagen bei diesem schwierigen Thema. Ja, vielen Dank, Frau Högel, auch dafür. Also ich glaube, Anerkennung für die großen Leistungen der Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter und Dienenden der Bundeswehr und genaues Hinschauen schließt sich ja gegenseitig auch nicht aus. Jetzt haben Herr Neitzel und Herr Biel noch mal ganz kurz den Finger gehoben, aber dann dürfen Sie wirklich auch. Ja, ganz kurz als Historiker. Was man, wenn man diese Diskussion um Rechtsextremismus, Rechtsradikalismus verfolgt, für mich als Historiker folgt das immer wieder einem gleichen Muster. Es gibt einzelne Fälle. Die Bundeswehr reagiert, in den 90er Jahren kann man das schön sehen, sagt nein, das sind Einzelfälle und versucht den Deckel drauf zu halten. Und dann kocht das irgendwann hoch, weil irgendwann der Stern kommt und Leute mit Heil Hitler und dann macht es BOM, dann explodiert es, dann gibt es einen Untersuchungsausschuss, der stellt leider nicht fest, dass es irgendwelche Netzwerke gibt, aber auf jeden Fall muss man mehr politische Bildung machen. Die Bundeswehr schreibt einen neuen Traditionserlass, macht einen Haken dran, danach interessiert sich keiner mehr und dann denkt man politische Bildung, wichtig. Würden wir alle unterstimmen. Aber dann würde man sagen, es liegt meistens halt überhaupt gar nicht an der Bildung. Und wenn man dann sieht, und ich habe selber erlebt, wie politische Bildung beim KSK gemacht wurde, ich habe die Hände über dem Kopf zusammengeschlagen, weil man sich überhaupt keine Gedanken macht, und das wäre auch meine Kritik an vielen Journalistinnen, von denen ich sagen würde, die haben überhaupt keine Ahnung, wie diese Gruppen funktionieren. Keine Einblicke, wirklich wie diese Gruppen funktionieren, ist extrem schwer, in diese Gruppen reinzukommen und diese eine politische Bildung war nun völlig absurd, weil man sich natürlich auf die Zielgruppe einstellen muss und ich kann eine politische Bildung an der Uni machen, aber im KSK ist es möglicherweise ein bisschen was anderes. Und sich mal Gedanken zu machen, und das müssen wir unterteilen zwischen den Hardcore-Rechtsextremisten, die jetzt gewalttätig sind, die Umstürze machen, und denen, die vielleicht jetzt politisch AfD wählen und so weiter. Das sind nochmal zwei Gruppen. Die einen sind, glaube ich, nicht mehr erreichbar für uns. Und bei den anderen, es ist so einfach, von der Politik politische Bildung zu machen. Es ist viel schwerer, die vertikale Kohäsion zu stärken, als Politiker vielleicht einfach mal zu handeln, nicht nur zu reden, sondern Dinge zu verbessern, ist viel schwieriger.
So, und wenn Sie über Jahre und Jahrzehnte, es gibt für mich keinen Grund, AfD zu wählen, aber dieses Problem hatten wir gerade bei von der Leyen, dass Leute sagen, ja, diese Leute machen für uns nichts. Die schicken uns in die Einsätze, die verheizen uns da, geben uns keine Gründe. Und kein Grund für mich, die AfD zu wählen. Aber die, und wir wissen es ja auch nicht genau, wie viele AfD gewählt haben, aber es ist viel schwerer als Politiker zu sagen, so, wir haben hier ein Problem. Und jetzt müssen wir aber investieren. Wir müssen die an uns binden. Und zwar müssen wir vom Cybersoldaten bis zum Kommando Spezialkräftesoldaten, die müssen in unserer Demokratie Bilder, Narrative, Mythen, name it, finden, damit die sagen, den Bezugspunkt nicht nur auf ihren Vorgesetzten, ihren Kameraden, sondern auf diese Republik haben. Und das ist viel schwerer, als zu sagen, hier 50 Millionen Euro für politische Bildung, mach mal. Ne? So, und so wird es aber oft gemacht. Einfach, ne? Also sich mal mit die Mühe zu machen, sich mit diesen Strukturen, mir kommt das so vor, als wenn wir in der VIP-Lounge bei Wildlachshäppchen sitzen und auf die Nordkurve schauen und sagen, also diese Toren, was rufen die denn da? Unerhört. Ja? Warum sind die eigentlich nicht wie wir? Ja? Die können doch auch Wildlachshäppchen essen. Nein, das ist eine andere, die sollen nicht rassistisches Liedgut singen, natürlich nicht. Jeder Verein braucht das, weil wir hier alle im Raum stehen, nicht da vorne. Wir sind nicht nach Afghanistan gegangen. Und beim Kommando Spezialkräfte war ein Problem, dass man sie eigentlich verheizt hat, immer wieder nach Afghanistan geschickt hat, immer wieder. Und dass man sich nicht um die gekümmert hat. Man hat nicht nachgedacht, welche Identität braucht dieser Verband. Tradition muss man machen. Und wenn man das nicht von oben kontrolliert, dann machen die das selber. Und dann geht es oft ziemlich schief. So. Und diese Schlussfolgerung, sich wirklich mal mit diesen Primärgruppen zu beschäftigen, ob man das gut oder schlecht findet, auf welche Logik, die Soziologen kennen das alles, Herr Bill kennt das alles rauf und runter, kann man auch auf viele andere Gruppen übertragen, das erkenne ich bei der Bundeswehr eigentlich nicht wirklich. Weil dieses Problem ist virulent seit der Begründung, seit der Entstehung der Bundeswehr. Skandale, das darf nicht sein. Da muss man sofort hektisch reagieren. Nicht? Und von der Leyen war das beste Beispiel, als man dann jedes Bild, was älter als 30 Jahre war, abgehangen hat und weggeflext hat und so weiter. Und ich habe viele Veranstaltungen bei der Bundeswehr überlebt, auch mit sehr hohem Dienstrang, wo es darum eigentlich gar nicht ging. Sag ich, lass uns doch mal diskutieren. Lass uns doch mal auf den Kern der Sache gehen. Warum hat man zum Beispiel Franco Albrecht so nicht erkannt? Wir wollen und so weiter und so weiter. So. Ich mache einen Punkt. Also es ist ein Problem der Bundeswehr, seitdem sie gegründet worden ist. Und wir müssen uns ehrlich machen, aber es gehört auch die Politik dazu. Ja. Das wollte ich noch sagen. Herr Biel, noch ganz kurz und dann sind Sie wirklich dran. Kurz, und das Internet auch, wenn es möglich ist. So kurz wie Herr Neitzel. Als erstes Dank, dass ich nachher Herrn Neitzel drankomme, kann ich mir auch gleich mit Herrn Neitzel widersprechen. Weil Frau Schleffner, Ihre Arbeiten sind sehr, sehr hilfreich auch für uns als Wissenschaftler, weil diese Einzelfallbetrachtung, Sie haben natürlich, Frau Högel, nochmal andere Einblicke, wir so nicht haben, weil wir letztendlich doch eher versuchen, das Ganze zu sehen. Aber als Charakterisierung für die Bundeswehr stehen diese Einzelfälle, glaube ich, eben auch nicht. Das ist ja ausgeführt worden. Ich sehe auch nicht, dass wir eine Normalisierung oder Gewöhnung haben. Ganz im Gegenteil, der heutige Abend und auch die Resonanz, die wir dankenswerterweise haben, sprechen ja so ein bisschen dagegen. Und gegen Herrn Neitzel möchte ich auch sagen, es geht auch in den letzten Jahren auch nicht mehr nur um mehr politische Bildung. Man hat ja massive Einschnitte gemacht mit dieser Sicherheitsüberprüfung. Sie haben es ausgeführt. Da nimmt man in einen brutalen Arbeitskräftemarkt Nachteile für die Bundeswehr hin, um ja am Anfang schon zu verhindern, dass keine Radikalen und Extremisten in die Bundeswehr kommen. Da würde ich Ihnen gar nicht widersprechen. Da schädigt man. Also, würde ich sagen, hat das eine andere Qualität als die Reaktion von Rühe in den 90er Jahren nochmal. Und ein letzter Gedanke, es geht ja nicht nur darum, wir haben eine Dimension, die wir noch gar nicht diskutiert haben, obwohl Sie es angesprochen hatten, Zeitenwende heißt ja auch, diese Extremisten sind ja plötzlich auch Adressaten von außen. Das heißt, mit den ganzen Verschwörungstheorien, das Untergraben von demokratischen Institutionen, Vertrauen, ist plötzlich auch von der gegnerischen Seite auch ein Potenzial, wo dann auch der Kampf gegen Extremismus in eigenen Streitkräften wieder wirklich ein sicherheitspolitisches, im ganz, ganz eigentlichen Sinn ein verteidigungspolitisches Anliegen ist. Und das, glaube ich, müssen wir jetzt in der Zukunft noch viel, viel stärker in den Blick hineinnehmen.